Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation im Zufluchts-DLC. Und wir haben in der letzten Folge ein bisschen was gesammelt, sammeln können. Wir haben 1550 Punkte gesammelt durch unsere Looterei und... Ja, wir haben aber nicht auf Zeit gespielt und das möchte ich, glaube ich, auch. Ja, vielleicht ein bisschen rennen zwischendurch mal. Müssen wir mal gucken. So, und wir wählen die nächste Aufgabe aus. Böckes Wohnung ist schon wieder und Gemini-Sekundärsystem. Achso, es gibt einmal links und einmal rechts das Level. Das sind die zwei Level. Das Böckes Wohnungen, das waren wir gerade. Und es gibt noch ein Gemini-Sekundärsystem. Böckes Wohnung kennen wir jetzt eigentlich. So, Aufgabe, Stufe 2. Aufgabe, besorgen Sie 3 Vorratspakete. Belohnung, Medikit mal 2. Und da haben wir Vorratspakete, Hulm, Bolzenschießer und Munition. Mir wäre lieber ein Flammenwerfer. Ich mach mal Bolzenschießer und Munition. Und es öffnet sich die nächste Tür, also geht's jetzt los. Ich freue mich, bin mal gespannt. Wir müssen ja die andere Seite auch kennenlernen, damit wir ungefähr wissen, wo wir da hinkommen. Ich hoffe, das geht hier auch erst ab einem gewissen Grad los, dass wir erstmal hier suchen müssen und alles. Ich versuche mal hier so ein bisschen auf Zeit zu spielen, beziehungsweise alles zu sammeln, was nur geht. Alles mitzunehmen, was geht, was wir sammeln können. Alter, das mit der Zeit, ey. Dass da unten diese Punkte ablaufen, das ist so ärgerlich. Ich meine, man kann wahrscheinlich noch viele Punkte machen, indem man hier alles lootet. Das mache ich auch. Boah, hier werden doch bestimmt irgendwie so Androiden kommen oder sowas. Ich würde gerne was bauen. Aber ich kann gerade nichts bauen. Ist natürlich nicht schön. Habe ich den schon nachgeladen? Ja, habe ich. So, dann schauen wir uns mal um weiter. Wir müssen ja die Vorratspäckchen holen. Dann können wir uns verstecken. Sieht aus, als wären das immer so Vorräume, wo man erst ein bisschen looten kann. Und sobald man dann das gewisse Teil oder das gewisse Gerät eingeschaltet hat, dann geht es dann richtig zur Sache. Ach du Scheiße. Ich kann mir bald selbst ein eigenes Medikit bauen, so viel Impf bist du. Was? Willst du mich verarschen? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! La 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 la. Okay, es geht doch los. Ohne irgendwie, dass Musik kommt. Wo sollen denn hier diese scheiß Vorratspäckchen sein? Was weiß ich? Ach, und rechts sieht man dann an dem Balken. An dem rechten Balken sieht man dann, Schlüsselkarte müssen wir holen. Na, Halleluja. Sieht man, in welchen Räumen man war. Also, wir waren erst links gewesen. Jetzt sind wir wieder rechts gegangen. Das ist natürlich ein cooler Modus auch für einen Multistream. Oh, hier liegt gar nichts. Hier liegt so gut wie gar nichts. Und die Schlüsselkarte da drin, die brauchen wir wahrscheinlich irgendwie. Vermute ich mal. Seid mir nicht übel, wenn ich ein bisschen schneller jetzt laufe gerade, weil ich doch mit dem Alien mich nicht anfreunden möchte. Ich frage mich, wo das Alien gerade steckt. Die Schlüsselkarte ist bestimmt dafür. Oh. Oh, 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 oh. Wir könnten gleich speichern eigentlich. Ja, jetzt könnten wir speichern. Wir hätten die Kohle zusammen, aber wir dürfen nicht zurück. Wir müssen erst die Mission beenden. Und das ist natürlich nicht schön. Da können wir... Was? 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 Ich habe gerade seine Fußtritte gehört. Boah, ist das gemein. Was? Wo? Was? Wo? Wer? Wo? Warum? Alter, fick dich.
Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, doch! Das geht nicht gut, wir werden alles verlieren, wir werden alles verlieren. Boah, war das spannend. Lecko funny. Boah. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Ich habe noch nie beim Hauptspiel so geschwitzt wie jetzt gerade. Geschwitzt wohlgemerkt, ja? Geschwitzt. Ich weiß gar nicht, was ich mit der Pumpgun eigentlich soll. Bringt mir ja eh nichts. Nein, 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 ist das geil. Ja, und damit ist alles weg. Und damit fangen wir wieder von vorne an. Das ist so ein bisschen so, ja, Outlast, wie soll ich sagen, Outlast-Wahnsinns-Modus-Feeling ist es so ein bisschen. Puh, ich glaube, wir werden das, glaube ich, im Stream mal spielen. Das ist sehr geil. Das hat mir gut gefallen. Ich fange mal wieder links an. Da hat das Alien mich doch erwischt mit Erschrecken. Das, okay, so, dann fangen wir mal an, hier auf die Schnelle mal zu suchen. Wir kennen ja den Weg jetzt eigentlich. Na, sammle alles ein, ich will die Punkte kassieren. La 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 la. Noch können wir eigentlich. Huch. Noch können wir eigentlich rennen. Denn. Noch können wir rennen, denn. Wir haben ja noch keine Bedrohung, außer wir drücken den Schalter. Lauf, Forrest, lauf! So, alles mitnehmen. Was geht? Da unten lag auch noch was. So. Ach, Pumpgun kannst du nicht gleich nachladen, Flex. Sieh lieber zu, dass du hier was sammelst, bevor die Punkte ablaufen. Die Punkte werden wir sowieso nicht kriegen. Wenn so weiter Mass. Wo war das? War das? Ne, wo war das denn nochmal? Hier war das, oder? Ich glaube hier. Oder? Ne, Moment. Da war der. Doch, da war der Raum, da müssen wir hin. Stimmt, Tatsache. Ich hab. Verlauf mich schon wieder voll. Voll und ganz. Boah, 1800 Punkte. 1800 Punkte. Oh, das ist der. Oh, der falsche Schacht. Nein, fuck. Oh, ich sag doch, ich hab eine Orientierung. Orientierung, genau. Eine Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Mann, lauf. Dann ist es ja der Schacht hier. Oder nicht? Nee, oder ist es der hier hinten? Nee, Moment, hä? Okay, welcher Schacht war das denn nochmal? War das der? Und ich soll mir das. Und ich soll mir das hier merken. Ja, der war das. Ich habe schon das Alien gehört. Braucht mir keiner. Ich weiß, das Alien ist da. Wie soll ich denn die 13.000 Punkte jetzt noch kriegen? Ich schaff das doch nie im Leben. So, und los geht's. Go, 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 go. Was? Nee, da gehe ich nicht lang. Den Ort kenne ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das Alien früh durch den Schacht krabbelt, weil das war eine Einbahnstraße. Also habe ich mir quasi selbst so ein bisschen Eigentor geschossen. Ich versuche mal mein Glück. Fick dich! Hehehe.
Bleibt sie am Leben? Mich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir alles durchschaffen. Kriegen wir dann Bonus? Bonusrunde. 20 Aliens. Boah, wenn ich jetzt schon so verkacke bei Runde 1, wie soll es denn dann überhaupt bei Runde 2, 3 bis 4 werden? Gott. Okay. Ich scheiß was auf die Punkte, bin ich ganz ehrlich. Obwohl normalerweise müssen man die Punkte, brauchst du ja. Du musst ja wirklich... Du brauchst die Punkte ja, um zu speichern. Es ist ja so fies. Ich glaube nicht, dass man so viel sammeln kann, dass man... Hoppala, ich habe ein bisschen Schluck auf, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht warum, warum jetzt mit in der Aufnahme. Ich weiß gar nicht warum, ich bin mir gar nicht sicher, darauf wollte ich hinaus, ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich 2500 Punkte sammeln kann. Weil man bekommt pro Teil 50. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich versuche das mal. Weil mir wird es vielleicht nur darum gehen, um das Speichern. Aber es ist ein cooler Spielmodus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ah, okay. Für Munition bekommen wir auch 50. Das ist gut. Gut zu wissen. Bekomme ich da jetzt mehr? 50? Da waren drei Teile drin und ich bekomme nur 50? Willst du mich verarschen? Und ich weiß gar nicht, was ich, wie gesagt, mit der Pumpgun soll. Es bringt überhaupt nichts. Ich meine, der Flammenwerfer wäre wieder vielleicht zu übermächtig. Da haben sie schon recht. Das ist schon richtig, dass sie den nicht eingebaut haben, aber kann man sich den nicht irgendwie kaufen? Die hätten das echt so machen sollen wie bei Call of Duty Black Ops, damals bei dem Zombie-Modus. An einer Station kann man kaufen. So, Waffenverbesserungen und sowas. Mir hätte ja schon eine Pumpgun gereicht, die Feuerschaden macht zwischendurch. Dass man dann sich die Munition so zusammenkaufen muss oder sammeln kann. So mit den zwei Schuss Feuerschaden kann man doch schon mal wenigstens ein bisschen besser arbeiten. Mich interessiert da auch nicht großartig jetzt irgendwie die Rangliste oder so. Da, boah, ich muss jetzt schneller sein wie der andere. Mir macht das einfach irgendwie voll Fun, das zu überleben, zu schaffen vor allen Dingen. Die Frage ist, ob ich das weiter im Let's Play mache oder halt, ob ich das Ganze dann im Stream weiterzahle. Weil das ist echt ein geiler Modus, auch für die Let's Play, mein Gott, da verschlägt es mir schon die Sprache. Für die Let's Play Live Show vor allen Dingen. Weil wir haben immer... Wenn ich überlege, Outlast, Wahnsinnsmodus, 5 Tage lang, boah geil, jeden Tag versucht, Wahnsinnsmodus durchzuspielen. Und ich glaube, wie lange würden wir brauchen, um das hier durchzuspielen? Heide Witzka, Herr Kapitän, sag ich nur. Ich gucke mich jetzt mal ein bisschen genauer um. Also nicht wundern, wenn ich hier so ein bisschen so am viel auf dem Boden am gucke. Da liegt nämlich zum Beispiel eine Leuchtfackel. Hey, wir haben schon 1100. Cool. Haben wir denn vorhin auch Punkte bekommen oder beziehungsweise in der ersten Folge Punkte bekommen, wie wir das Level geschafft hatten, wo die Sachen auf dem Tisch lagen? Ich kann mich nicht mehr entsinnen. Die Pulle. Boah, der hat voll die Lederschuhe, die Lackschuhe an. Lackschuhe. Du okay, weiter geht's. Entschuldigung, das muss ich mal. Das wollte ich schon immer mal machen. Nur ich habe das immer wieder vergessen, dass es ja geht. Schönes? Ist eigentlich ein schönes Modell. Hätte ich auch gerne. So. Vielleicht spendiert mir Sega ja irgendwann mal so ein Modell oder so. Weil ich es sehr, sehr häufig streame. So, den Raum, den lasse ich jetzt noch aus, weil ich jetzt erstmal hier drumherum mich umgucken möchte. So, hier vorne war noch der Schacht. Den nehme ich noch mit. Ich scheiß doch was oben auf die Zeit. Solange mich jetzt hier keiner aufhält, dass es jetzt hier heißt, hör mal, du musst da, dann und dann musst du den Raum geschafft haben. Also man hat schon mal keinen Zeitdruck. Klar, wenn man auf die Punkte achtet, dann natürlich. Dann, klar, dann habe ich Zeitdruck. Aber ansonsten, ansonsten habe ich da keinen Zeitdruck großartig. Also von so an. Gut, ich werde mal eben gucken, was können wir denn irgendwas bauen? Ja, hier können wir was bauen. So, schauen wir mal eben. So, das kann ich... Huch. Das kann ich einbauen, das kann ich einbauen, das. Na! Ach so. Mir fehlt ja noch quasi,
die zwei Teile da noch, die fehlen mir noch. Und dann können wir da weiter das herstellen. Sondern schauen wir mal, dass wir in dem anderen Schacht, ich glaube, der war das. Oder war das? Nee, das war der, der runterging, oder? Da gehe ich noch nicht lang. Ah, da liegt noch Schrott. Wunderbar. Huch. 1400 schon jetzt nur alleine durch die Gegenstände sammeln. Das ist super. Das ist sehr schön. Geil. Überall liegt hier Schrott rum. Ich habe mir das Schrott noch nie richtig aus der Nähe angesehen. Okay, es sind ein paar Werkzeugteile, Schrauben und so. Ich kann keinen Schrott mehr einsammeln. Das ist schon mal mies, denn Strom wiederherstellen. Das heißt, ich muss gleich anfangen, was zu bauen. Hier waren wir schon. Hier haben wir schon alles abgegrast, ne? Stimmt, da waren wir schon. Gut. Dann bleibt jetzt nur noch der große Raum, den wir noch haben. Ich wackel schon wieder so mit dem Stuhl, ihr seht's. Macht das voll Spaß. La 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 la. Und ich genieße das auch jetzt voll gerade hier, dieses. Ich genieße das richtig hier, das Spiel jetzt so zu erforschen, jetzt gerade alles, die ganzen Räume abzugrasen. Mich interessieren da die Punkte nicht. Ich will das einfach nur schaffen. Mit viel Ressourcen. Huch, was war das? Wieso fällt denn da der Aschenbecher um oder was das war? Und die Schweine von Sega haben ja überall was hingelegt, ne? Elektroschockerladung haben wir gar nicht. Da die Tür kommen wir nicht rein. Ah, und das Schlimme dabei ist ja, oder beziehungsweise man kann ja den Raum noch mehr abgrasen. Oder beziehungsweise hier das Ganze, weil da drüben sehe ich gerade, da kommen wir nicht rein. Aber wenn wir den Strom herstellen, kommen wir an die Kisten dran. Das heißt doch, man kann, wenn das Alien unterwegs ist, weiter abgrasen. Das ist natürlich sehr aufregend und sehr prickelnd, wie ich finde. Denn somit können wir doch versuchen, ob wir in der ersten Runde wirklich schon 2500 Punkte zusammen erhaschen, bekommen, kriegen, wie auch immer. Um halt. Oh geil, wir haben noch einen Sensor bekommen. Oder beziehungsweise ein Ladungspack. Um halt dann gleich zu speichern. In der ersten Runde schon. Weil dann gehen die Türen hier nämlich auch auf. Und hinten habe ich gesehen, ist noch eine Tür mit einer Schlüsselkarte. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwie noch langkommen. 1900 haben wir jetzt. Okay, das ist das Gerät da oben. Puh, ich. Oh, hier liegt gar nicht. Doch, da unten liegt noch was. Eine Impfpistole. Ja, damit könnte man eigentlich ein Medikit bauen, aber ich glaube nicht hier. Zumindest noch nicht. Ich habe bisher auch noch nicht irgendwie. Da liegt noch Schrott. Aber wir können ja nichts bauen. Uns fehlt ja wieder ein Teil. Mann, 2000 Punkte, uns fehlen 500. Ich glaube, wir haben alles so weit abgegrast. Ich würde es trotzdem mal. Da lacht doch noch was. Ja! Ja, geil! Geil! Eine EMP-Granate. Ich weiß gar nicht, ob das was fürs Alien ist überhaupt. Da liegt nämlich noch Schrott. Haben die Schweine von Sega einfach mal unter der Treppe das hingelegt. Guckt euch das an. Weil mich würde echt interessieren, wo die Türen hinführen. Zumindest da möchte ich gerne noch rein. Und ob die Tür mit dem. Ach, und dann ist ja noch die Kneipe, die ja da auch noch ist. Oder die Gaststätte. Kneipe, sorry. Die Gaststätte. Die, wahrscheinlich auch noch Ressourcen hat für uns. Nur das Problem ist, wir können uns nicht wehren. Das heißt, wir können nur schleichen. Und versuchen, so gut es geht. Ja. Uns das Alien von der Backe zu halten durch Schleichen.
Und hier liegen auch noch ein paar Sachen drin. Bevor ich jetzt da irgendwas aktiviere. Das ist die Tür zu dem... Ich glaube, das geht das nicht da in den Raum mit der Schlüsselkarte? Ich weiß das gar nicht. Aber wisst ihr was? Ich lasse es spannend. Wir machen in einer weiteren Folge weiter. Ja, wir machen in einer weiteren Folge weiter hier bei Alien Isolation, dem Zufluchts-DLC. Und dann schaltet ihr wieder ein. Also, macht's gut. Ciao.